Hallo, herzlich willkommen zum vermutlich letzten Teil unserer MAN-Umbauserie. Wir haben die letzten Male in der ersten Folge die Pendelachse hinten eingebaut, in der zweiten, das war die lange Folge, die Lenkachse eingebaut, die Variable, und in der letzten, dritten Folge die Räder angesteckt, beziehungsweise die Radadapter eingebaut, und es ging um das Thema Elektronik. In der Zwischenzeit gab es kein Video, sondern nur eine Bilderserie bei mir auf der Seite. Da habe ich hier die ganze Elektronik in dem Fahrzeug verstaut und ordentlich verlegt, damit wir heute uns an den Bereich des Kippers machen können. Das heißt, das ist der letzte Part, der noch aussteht. Der Kipper soll funktionieren und dafür freue ich mich ganz wahnsinnig, weil ich euch hierfür die Easy-Kippmechanik mitgebracht habe. Und noch zwei weitere Bauteilsets, die wir heute für diesen Kipper hier benötigen. Stammt alles von meiner Seite, ist auch alles dort dann erhältlich. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Wie schon eingangs erwähnt, müssen wir schauen, wie wir das Ganze hier reinbringen. Da ich das Modell nur einmal habe, konnte ich zwar die Kippmechaniker an dem Joskin-Kipper testen. Vielleicht habt ihr das Video auch gesehen. Aber ich konnte jetzt nicht testen, ob es genau so hier auch mit dem Zusatzrahmen und allen anderen Sachen hier reinpasst. Das schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an, aber ich hoffe, es wird so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Nun widmen wir uns dem Einbau des Kippers. Der hier ist ja nur aufgesetzt und den können wir jetzt mal dabei hier rüberstellen. Und hier habe ich jetzt unsere Mitbringsel. Das brauchen wir alles noch nicht, denn wir fangen an und bauen das Easy-Kipp-Mechanik-System in unseren MAN ein. Das ist das gleiche, was auch in dem Joskin-Kipper eingebaut war, wo ich schon mal eine kleine Vorausschau gezeigt habe und einen Belastungstest. Und das funktioniert also bei jedem Bruder-Standardrahmen. Das hier ist das gesamte Set. Wir haben hier also einen Motorhalter, wir haben einen Motor, eine Aufnahme für den Hebel, ein U-Profil, ein Abstandshalter und ein paar Schrauben, ein oberes Teil mit Kugellager und einen Kipperarm. Was machen wir damit? Das hier ist schon fest montiert, ansonsten ist hierfür die Abstandslehre gedacht. Das heißt, hier kann ich den exakt benötigten Abstand mit rausmessen. Brauchen wir in dem Fall nicht. Wir nehmen hier einfach dieses Vierkantrohr in dieser Länge. Ich kann jetzt das natürlich variabel kürzen oder ich kann hergehen und sagen, ich kaufe mir ein längeres und kann damit natürlich auch einen längeren Kipper betreiben. Das schieben wir einmal hier drauf. Und wir brauchen dann ein oberes Stück, das den Kipper nach oben drückt. Das geht etwas strenger. Sollte es gar nicht gehen, muss man ein bisschen nachfeilen, aber lieber etwas zu streng, als dass es lose umeinander wabert. So, das hier ist schon die ganze Mechanik. Und wir nehmen uns jetzt einmal das Modell zur Hand. Jetzt auch einmal umdrehen. Und wir haben nun hier hinten dieses Fach, wo das Ganze hineinkommt. So. Das war im Endeffekt schon fast der ganze Zauber. Ich nehme jetzt hier nochmal den Arm runter, weil wir müssen das noch befestigen. Und hier sind bereits vorgebohrte Löcher drin. Da bohren wir jetzt einfach mit einem Viererbohrer einmal auf. Hier seht ihr, habe ich die Elektronik übrigens unten reingelegt, für alle, die die Bilderserie nicht gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Was brauchen wir noch? Das Ganze wird mit Dübeln am Rahmen befestigt. Das heißt, wir stecken hier und hier jeweils einen Dübel in die gerade gebohrten Löcher. Die anderen brauchen wir nicht mehr. Und
setzen eine Schraube hinein. Es kommt nicht viel Belastung auf diese Teile im Übrigen, aber es soll ja auch im Gelände halten oder wenn er mal schräg steht oder wenn er sich wirklich mal überschlagen sollte, dann haben wir hier einfach die Sicherheit, dass die ganze Mechanik hält. Das war's auch schon. Das Ganze ist jetzt fest. Ich zoome gerade mal etwas näher hin. So sieht das Ganze jetzt aus. Sitzt also hier hinten schön fest drin. Jetzt bauen wir unseren Arm wieder an. Und jetzt, ich habe hier die Elektronik vom Fahrregler für den Kipper hergelegt, können wir hier schon einstecken. Hier habe ich einen Akku. Da schließen wir jetzt auch mal den Lipo-Wächter mit an und stecken das Ganze hier auch ein, damit wir das jederzeit jetzt auch bewegen können. Das Ganze findet wunderbar hier unten drin Platz. Kann hier alles verstauen. Die Kabine habe ich nach wie vor nicht runtergebaut. Ich habe also wirklich hier hinten ausgeschnitten, so dass ich unter die Kabine reinkomme, also zwischen Kabine und Rahmen. Und hier ist alles eingelegt. Wir können das Ganze jetzt auch schon einmal testen. Das funktioniert schon soweit. Und das ist auch das, was bei dem Joskin-Kipper hingebaut war. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme diesen Kipper und habe jetzt wie beim Joskin keinen Unterbau, könnte ich den draufsetzen, würde schon funktionieren. Ich mache hier gerade wieder aus. In diesem Fall haben wir aber hier diesen Rahmen und der Rahmen geht uns jetzt natürlich etwas im Weg um oder andersrum geht uns die Kippermechanik bei dem Rahmen etwas im Weg um. Das heißt, den müssen wir leicht ausschneiden. Was müssen wir alles wegschneiden? Müssen wir mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten diese Nase wegschneiden und von der Breite her diese Seite hier. Ungefähr bis hierher geht der Motor. Das drehen wir jetzt mal schnell weg und dann gucken wir, auf der anderen Seite werden wir diesen Part hier auch wegnehmen müssen, ungefähr in der gleichen Länge. Machen wir auf beiden Seiten weg und schauen mal, ob das schon ausreicht. Ihr seht, ich mache das auch alles zum ersten Mal heute. Und jetzt schauen wir. Jetzt sitzt der Rahmen fest. Wir können auch testen, ob noch alles soweit funktioniert.
klappt einwandfrei. Und wir können hier im Endeffekt unseren Kipper schon das erste Mal aufsetzen. Nachdem der Kipper jetzt natürlich hier unten noch sehr, sehr viel drin hat, muss hier das ganze Zeug etwas weichen. Und ich drehe jetzt den ganzen Spaß mal um, damit wir auch sehen, was. Wir haben jetzt zwei Punkte, die wir hier zu bearbeiten haben. Bedeutet einmal, wie drehe ich denn so? Wir haben also einmal diese Laschen hier, die müssen weg, da sie sonst unten anstehen. Und wir haben zum Zweiten den Punkt, dass wir hier irgendwie eine Führung brauchen, da sonst, wenn wir am Hang stehen und auskippen, der Kipper unter Umständen sich selbstständig macht oder nicht mehr nach unten gezogen wird oder ähnliches. Das heißt, dafür habe ich hier dieses U-Profil, das wir hier unten einbauen. Jetzt machen wir erstmal Platz, das heißt, wir dremeln uns diese Teile hier weg, damit der Arm hier auch sauber Platz hat zum Fahren. Was ich zumindest schon mal sagen kann, ist das, dass dieser Kipper weitaus mehr unten drin an Verstrebungen hat als der Joskin-Kipper. Da habe ich nicht so viel ausschneiden müssen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das sieht sehr gut aus. Ich drehe es nochmal so rum. Wunderbar. Nachdem das soweit schon mal alles ausgedreht ist, ich zeige nochmal, wie das jetzt hier unten drin aussieht. Das heißt, wir haben hier hinten in der Mitte etwas rausnehmen müssen und hier diese Kante und hier oben diese beiden Nuppel, die das Ganze festgeklemmt haben. Das kann man jetzt natürlich sauber machen. Wer möchte, kann natürlich auch mehr rausnehmen und unter Umständen mit Alu dann einfach die Stabilität wiederherstellen. Ich werde jetzt hier nur das U-Profil einbauen. Dazu einmal einklicken. Machen wir mal unseren Klotz, damit das Ding so stehen bleibt. So. Sieht man das, glaube ich, am besten. Und hier sehen wir schon, wo der Kipper entlangläuft, beziehungsweise dieser Arm. Und jetzt machen wir uns das relativ einfach. Das heißt, wir setzen das hier einmal auf. Kugellager ungefähr mittig und zeichnen das an, wo das Ganze hinkommen soll. So. Diesen Arm kann ich natürlich jederzeit noch nachjustieren ansonsten, aber es ist, wenn das U-Profil relativ mittig angebracht wird, durch das, dass das Kugellager auch mittig läuft, hier sieht man es. Hier ist der Mittelpunkt von dem Kipper. Ist man schon mal in einer guten Flucht, damit das Ganze passt.
Zur Befestigung des U-Profils bohre ich zwei Löcher, eins ganz oben und eins ganz unten, in das ich nachher ein Gewinde schneide und vom Kipper her eine Schraube durchdrehe. Hier ist noch so ein kleiner Nuppel, den muss man noch schnell wegfräsen. Einmal Gewindeschneider ansetzen auf dieser Seite. Das Loch im Kipper bohren wir auf 3 mm auf und ich senke es von innen, damit das Material später nicht komplett hängen bleibt, ganz vorsichtig an. Nun können wir es mit einer kleinen Schraube, kommen wir da schon durch, ein bisschen mehr ansenken. Und können das U-Profil so festschrauben. Das Gleiche machen wir jetzt bei dem zweiten Loch auch. So sieht das Ganze nun aus. Das U-Profil ist angebracht und wir können das Ganze hier jetzt auch einmal reinschieben und einstecken. Wie ihr seht, funktioniert das einwandfrei und ich habe jetzt natürlich noch zwei Aufgaben zu erledigen. Zum einen mal stört es mich wahnsinnig, wenn ich unten aufpassen muss, wie weit ich runterfahren kann auf der Baustelle. Nach oben hin sehe ich es ja, ich meine, das Ding steht jetzt fast im 90-Grad-Winkel, was eh etwas übertrieben ist, aber so geht auf jeden Fall das Material raus. Hier zwischenrein habe ich euch ein zweites Gimmick mitgebracht, das ich extra hierfür entworfen habe. Und zwar ist es ein zwischenschaltbarer Endabschalter. Zwischenschaltbarer Endabschalter bedeutet so viel, dass ich diesen hier schnell installieren kann. Und ich stecke ihn einfach zwischen meinen Fahrregler und meinen Motor. Und sobald der Kipper unten ist und die Feder hinunterdrückt, schaltet der Motor aus und fährt nur noch nach oben. Das heißt, wir müssen ihn hier einmal, es sind wieder Löcher vorgebaut, so schaut das Teil aus, ich zeige es nochmal, hat hier unten, schaut aus wie ein Stuhl, das ist für den Rahmen, hier haben wir unseren Endabschalter, hier sind die Kabel schon dran, so wie sie sich gehören und ich kann das Ganze jetzt hier einmal einsetzen und bohre mit einem Dreierbohrer hier einmal durch. So, das sitzt fest auf dem Rahmen. Ich zeige es nochmal vom Nahen. Hier habe ich einmal durchgebohrt. Hier sitzt es jetzt drauf. Und jetzt schließe ich
die Kabel einfach zwischen Fahrregler und Motor an. Und wenn ich alles richtig gemacht habe, schaltet bei Kontakt der Motor beim Herabfahren aus. Beim Hochfahren passiert natürlich nichts. Damit ich die Entfernung richtig habe, kann ich den Ganzen jetzt etwas nach oben biegen. Ich mache jetzt einmal so eine Welle hier hinein und teste, ob ich damit jetzt meinen Kipper schon ganz hinunter bekomme und er abschaltet. So, er schaltet um einiges zu früh ab, also einen guten Fingerbreit zu früh, und um diesen Part muss ich die Fahne jetzt doch noch tiefer legen. Das heißt, ich biege einfach die Fahne weiter nach unten und das mache ich so lange, bis ich exakt den Punkt habe, wo er ausschalten soll. Nun fährt er genau bis zu diesem Punkt, also fast bündig und so wie es sich gehört, hinunter und der Motor wird geschont. Das ist Punkt 1 gewesen, den wir noch nachrüsten mussten. Kommen wir noch zu dem letzten Punkt, unsere Heckklappe. Diese geht jetzt natürlich nicht auf und das müssen wir noch ändern. Bedeutet, wir wollen oder ich will, dass sie so pendelt. Damit sie das tut und sich selber auch öffnet und schließt, müssen wir hier einmal unten diese Nasen abmachen. Und wir müssen sie hier oben befestigen mit einem Drehgelenk. Hierfür habe ich auch wieder etwas mitgebracht. Und zwar die Heckklappenmechanik. Bedeutet, wir können sie einmal auf dieser Seite und auf dieser Seite einfach befestigen. Jetzt drehen wir hier erstmal unten diese Teile weg, das hier oben plan, das hier auch gerade dremeln oder feilen oder wie auch immer, damit wir das Ganze einbauen können. Nun ist das Ganze plan und gerade. Das heißt, unten hakt es nicht mehr ein und es kann hier pendeln. Die Nasen müssen auch noch weg. So, dann können wir hier links und rechts diese Module hinbauen. Dafür halte ich das jetzt hier einmal an und markiere mir, wie weit hier reinkomme. Halt auch fast. Wir könnten eigentlich gerade die Heckklappe mit etwas Tape fixieren. Dann passiert da auch nichts mehr.
So, wir setzen also dieses Bauteil hier oben an, brauchen jetzt einen Bohrer, einen kleinen, 1,5 mm. Und in dem Set sind auch die kleinen Schrauben wieder enthalten. Dieser Teil ist nun fest und wir haben jetzt hier auch die Befestigung bereits dran für diese Seite. Und auch hier sind die Löcher schon vorgebohrt. Wir können also einfach hindurchbohren und das Ganze festschrauben. Die eine Seite ist fertig, sieht so aus und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch einmal. Nun ist unsere Heckklappe fertig montiert. Wir testen sie auch gleich. Material rutscht raus, Heckklappe öffnet und schließt sich selber, durch das, dass wir den Drehpunkt etwas verlagert haben. Eventuell sollte sie nicht richtig schließen, kann man innen drin noch etwas Gewicht einkleben, etwas Blei, etwas Stahl, ein kleines Rohr mit Heißkleber, so mache ich das bei anderen Kippern auch schon, damit ihr ein bisschen mehr Gewicht bekommt und sich hier richtig zudrückt. Dann funktioniert das Ganze sogar noch ein bisschen besser. So, nun haben wir ihn fertig, unseren MAN-Kipper. Er fährt, er lenkt und er kippt. Funktioniert alles einwandfrei. Jetzt muss er sich auf der Baustelle beweisen. Ich bin mir sicher, hier und da gibt es noch ein paar Schönheitskorrekturen. Ich werde auch diese Teile hinten noch in Rot anmalen, damit die nicht ganz so herausstechen. Sollte ich hier noch irgendwo was verändern, wo ich sage, das funktioniert sogar noch besser, wenn wir das so oder so vielleicht noch anders machen, dann gebe ich das natürlich sofort auch an euch weiter. Jetzt muss er erstmal seinen Dienst verrichten und zeigen, dass er auf der Baustelle ein richtiges Arbeitstier ist. Ich hoffe, euch haben diese 4 Folgen gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Teile braucht,
schreibt mir einfach eine E-Mail, besucht meine Internetseite www.rc-bruderbaustelle.de und ich hoffe, dass wir uns bald bei einem nächsten neuen Projekt wiedersehen. Bis dann! Und was ich beinahe noch vergessen hätte, euch zu erzählen, was natürlich ganz toll ist an dieser Konstruktion hier, wir können hier einfach den Klick öffnen, den Klipper abbauen und kommen an alles ran. Wir kommen hier ran und, was natürlich meine Überlegung ist, hier unter Umständen einen zweiten Kipper zu verwenden, etwa einen höheren Muldenkipper, keine Ahnung. Ich habe hier einfach jetzt etwas mehr Spielraum und kann unter Umständen für ein und das gleiche Modell auch verschiedene Aufbauten installieren.